Hallo und herzlich willkommen zurück bei Civilization 5. Ja, guten Tag. Der Dü ist da und ich bin da. Und Dü-Islam verbreitet sich immer mehr. Jetzt mittlerweile auch hier oben in Bratislava. Dü-Islam. Auch in Dülenstädten selber erkennt man Dü-Islam als anerkannte Religion. Und das ist doch schön. So, ich würde mal sagen, ich mute mich. Dann kann ich mich noch ein bisschen weiter über Dü lästern und dann passt das. Hey. Nee, mach ich natürlich nicht. Reicht ja schon, wenn das Dü selbst macht. So, ich selbst wollte hier oben mal gucken, ob ich irgendwo endlich mal in die Stadt komme. Momentan sieht es nicht so aus. Ein Bautrupp, das ist toll. Der Bautrupp kann mal ganz alleine loslegen. Produktion wählen. So, Aquädukt, Monument, Aquädukt, Monument, Aquädukt, Kolosseum, Monument. Momentan sieht es alles bei gut aus. Ich nehme mal hier Kultur, Kultur setzt. Warten auf Spieler und dann gucken wir mal weiter. So, wie gesagt, hier noch eine Stadt, da oben noch eine Stadt und dann muss das eh erstmal reichen. Mehr Städte will ich jetzt auch erstmal nicht haben, dann habe ich erstmal genug. Aber theoretisch könnte ich in Theben direkt noch einen Siedler bauen, der da oben was hinpflanzt eigentlich. Ich warte mal, bis Bankwesen fertig ist in der nächsten Runde und dann gehe ich bei Theben nochmal auf einen Siedler, haue da noch einen Siedler raus und dann passt das. Von der Größe her, Berlin, Größe 12. Das heißt, auch da liege ich wieder vorn. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber scheinbar wächst meine Stadt sehr gern, sehr oft, sehr stark. Zumindest meine Hauptstadt mit einer 20er. So früh ist gut. Ich bin zufrieden. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt, beziehungsweise ich denke mal, dass sollte ich zufrieden sein. So. Okay. So, Forschung wählen, was wir gesagt hatten. Schießpulver wäre keine schlechte Idee. Druckerpresse wäre vielleicht noch besser. Weil wir einen Zoo bauen können, den schiefen Turm von Pizza und das Globe Theater. Sixtinische Kapelle, Kapelle Umbrunhaus und Musikergilde wäre auch nicht schlecht. Ich gehe mal auf Akustik, weil wie gesagt momentan, um Dü zu ärgern, ist Dü Islam verbreiten doch eine gute Idee. So. Halt, nicht nächste Runde. Hier wollten wir noch rein. Produktion. Da können wir auch dann endlich mal wieder was Neues bauen, aber ich gehe erstmal auf einen Siedler. So. Und jetzt nächste Runde. Dann gucken wir mal. Beziehungsweise, wenn der hier ankommt. Ja, ich werde ja wahrscheinlich dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen auf Zufriedenheit gehen können. Stallungen in Memphis werden produziert. Wir werden sehen. Das kriegen wir schon hin. Wird schon werden. Ein bisschen Zufriedenheit sammeln kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Was bauen wir hier drüben? Eine Bibliothek. Eine Bibelklothek. Sehr schön. Und ob wir den Siedler da oben dann direkt verwenden oder nicht, das sehen wir dann, wenn ich oben angekommen bin. Oder wenn ich die erste Stadt gegründet habe und dann, ja, dann werde ich entscheiden, gründe ich die zweite noch hinterher oder ja oder nein oder ja oder nein. Und wenn wir dann sagen oder ja oder nein oder ja oder nein, dann sehen wir dann weiter. So, jetzt geht's aber erstmal weiter hier. Erstmal ziehen die anderen. Und der liebe Gio, wie gesagt, sollte ja irgendwann uns auch über den Weg laufen. Netterweise, hier sind wir schon am Erkunden. Oh, ein ägyptisches Kriegsstreit, drei Wagen ist schon sehr fleißig am Erkunden. Ich habe ja mittlerweile viel auf Erkundung gestellt. Ich will ja eigentlich hier mal eine Stadt von euch sehen, Leute. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Produktion wählen. Eine Karawane. Der sagt mir, ich kann wieder eine Karawane bauen. Das ist noch besser. Dann bauen wir eben noch eine Karawane, bevor wir auf die Bank gehen. Produktion wählen in Alexandria. Markt. Und ein Karawanenhof vielleicht erstmal. Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil die nächste Karawane setze ich auch hier runter. Die kann auch hier unten handeln. Und ja, das hilft mir doch weiter. Die werde ich dann wahrscheinlich nach Washaki schicken. Oder irgendwo hin zu dem hier. Weil, ja, kann ich die Beziehung ein bisschen mit dem verbessern. Das wäre gar nicht mal so unschlecht. Das würde helfen. Auch wenn der hier eher christlich angehaucht ist. Aber andererseits, 18 Druck, 2, eine sehr 72 Druck, also der kriegt deutlich mehr islamistischen oder dü-islamistischen Hintergrund als christlichen, da passt das schon. Nächste Runde. Bin ich schon soweit? Ja, ich bin schon soweit. So, okay. Flupp, los geht's. Okay. Küsel wünschte ich euch was und ja, der Einfluss auf Küsel hat auch ein bisschen abgenommen. Aber vielleicht kriegen wir das ja hin, dass Küssel irgendwie geküsselt wird. Fürst Blackmass von Ägypten ist dran. Blub. Geh mal da hoch. Geh mal da hoch. Ja. Dauert wieder ein bisschen, bis das aktualisiert ist, wie immer. Jetzt geht er da hoch. Das ist schön.
Produktion wählen in Theben, da hätten wir den nächsten Dingens gebaut. Herr Siedler, gehen Sie mal dahin und siedeln Sie mal da. Lauf. Produktion wählen. Eine Bank, natürlich, warum nicht? Dann hier, Produktion wählen. Naja, jetzt ein Garten, kann ja nicht schaden. Ansonsten ein paar Stadtmauern, um das ganze Teil hier ein bisschen zu befestigen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Heliopolis. Ich hab dich doch schon. Zurück. Nächste Runde. Gut, dann warten wir mal. So, bei mir gab es nämlich auch ein paar gerade ein paar kleine Flackerchen. Offenbar sind die Problemchen heute nicht nur auf die Geo beschränkt. Haha. So, okay. Große Persönlichkeit geboren. Es wurde eine große Persönlichkeit geboren. Und Elfantin wurde automatisch eine Kathedrale gekauft. Das ist sehr schön. Die Stadt Memphis ist bereit für etwas Neues. Und zwar für eine Bank. Toll. Noch eine Einheit, die Befehle benötigt. Ja, natürlich der Siedler hier. Der endlich auch mal eine Stadt gründen will. Iran Konopolis. Sehr schön. Die Karawane. Die wir hier gebaut haben, geht mal wieder runter nach Alexandria, denn wie gesagt, da unten ist sozusagen jetzt erstmal meine Handelshauptstadt, weil da unten die meisten Leute sind. Und der kann sich erstmal da oben ein bisschen heilen. Ist ja cool. Ein Produktionstechniker. Hier kriegen wir nur Nahrung, Ebene, Fluss, kriegen wir nichts. Was ist das hier? Eine Produktionsanlage empfiehlt er mir hier. Was kann ich da machen? Ebene Fluss? Nee, ich mache das mal hier oben. Obwohl, doch, wenn ich das auf Ebene Fluss mache. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eh keine Weltwunder in Aussicht, die ich hier bauen will. Dann lieber so, weil dann kriege ich ja durch die Produktion zusätzlich noch Zeugs. Das ist auch gut. Okay, Monument. Monument mal. Schön übrigens hier, wie die Brücken gebaut sind. Warum hier eine Brücke gebaut ist, verstehe ich zwar nicht so richtig. Die gehört eigentlich hier hin. Aber wahrscheinlich war da kein Platz. Da haben sie da einfach rübergeschoben und dann einen Wartpfad gemacht. Kathmandu bricht die Quest ab. Okay, Bratislava übernimmt großes öffentlichen Bauraum. Goldgeschenk 50%. Mhm. Die Shoshone sind nicht mehr mit Buenos Aires verbündet. Sauerei. So, die Shoshone scheinen hier wirklich sich stark nach links auszubreiten. Alexandria, Geländefeld kaufen, warte mal, ich mache ja mal so hier, einfach nur, damit die da nicht durchkommen, so, was hat jetzt getötet, irgendwas von Bü da drüben, muss ich mal gucken, wir gehen aber erstmal hier auf das Bauprojekt, ein Schrein, ja, ein Schrein muss sein, so, das raus, was ist das hier, Sixtinische Kapelle, schon wieder von Dullen vollendet, hat er das nicht schon gehabt, ja, jetzt hat er es nochmal. So, oh, ich sehe gerade hier, ich kann Geo sehen. Da drüben ist Geo. Hallo Geo. Helms Klamm aus Gilead. Auch nicht schlecht. Okay. Ja. Okay, ich habe eindeutig hier Mittelerde gefunden. Ganz eindeutig Mittelerde. Kann man nicht anders nennen. ich habe die Städte Helms Klamm und aus Gilead entdeckt. Echt? Ja. Geo benennt seine Städte scheinbar immer um. Ja, genau. Aber warum nicht? Okay. Ja, schön. So, ja, schön. Ja. Okay. Ich denke aber erstmal, wir müssen erstmal hier ein bisschen machen und so. Ne? Und genau. Spaß beiseite. Und ernst dazu. Mhm. Nochmal so hier. Ich mute mich wieder. Und weiter geht's. So, Karl Benz, der wollte hier eine Fabrik errichten. Dann können wir endlich mit der Mercedes-Produktion anfangen. Juhu! Immer noch keine Stadt, verdammt. Und du machst Wachposten. Und du könntest eigentlich mal upgraden. Einheit modernisieren. Langschwertkämpfer. Aber lass uns erstmal. Ich schicke dich mal mit hier rüber, weil wie gesagt, ich glaube, wenn es Gefahr gibt, dann von dieser Seite hier. Alexandria ist meine, wenn dann überhaupt gefährdeteste Stadt. Ja, da sollte ich drauf achten. Obwohl, jetzt hier drüben von aus Gilead könnte mir auch was blühen. Und von Karl Benz, naja, nicht schlecht. Von Helms Klamm meine ich. Nicht schlecht auf jeden Fall, finde ich cool. Nächste Runde. So, 6 zufrieden Habit habe ich noch. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Erstmal baue ich hier einen Garten, das heißt, das steigt wieder. Dann baue ich da oben eine Stadt, das heißt, das sinkt wieder. Gut zu wissen.
Wie schön das ineinander fließt. Aber auch schön, dass sich zumindest hier der Großteil der Städte schon verbindet. Die unteren, die neuen hier noch nicht ganz so, aber auch das kommt sicher noch. Also, Produktion wählen. Oh, schon wieder einer. Großes Werk erschaffen oder politisches Traktat, das bringt uns einen Haufen Kultur, 400. Es würde sogar für den nächsten Kulturschock reichen, also für Kultur-Dingens, aber das dauert eh nur noch zwei Runden oder so. Ich mache mal das Werk. Flup. So. Was weiß ich, was da vollendet wurde. So, Observatorium. Nein, wir gehen erstmal auf die Bank hier. Ist vielleicht günstiger. Produktion wählen. Auch hier eine Bank. Aha. Hier. Die sind jetzt quasi auf manuelle Erkundung. Und die hier gehen auf unmanuelle Erkundung. Toll, was ist das denn hier von Kreis? Wo kommt der her? Achso, das bist du. So. Produktion wählen. Bautrupp. Na gut. Machen wir mal einen Bautrupp. Hab dich doch gerade gebautruppt. Abydos. Klingt auch nicht schlecht, die Stadt. So. Ansonsten, ich würde mal sagen, ja, nächste Runde. Bin soweit. Achso, ich wollte mir noch, naja, jetzt zu spät. Ich wollte mir das politische Tintor noch angucken. Was soll's? Nächstes Mal. Hierakopoulos, Abydos und Repiramses werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser befestigt werden müssen, weil gegen Osgiliath und Helpsklamm, ja, das wird vielleicht noch gehen, aber wenn ich dann irgendwann auf, naja, auf Mordor treffe, habe ich da ein bisschen Furcht vor. So. Na komm, geh weiter. Ihr seid irgendjemand begegnet, das ist toll. Wieder einmal. So langsam lohnt sich das Erkunden doch. Ein Opernhaus bringt Kultur und Unterhalt und plus Platz für musikalische Werke. Na, das bauen wir doch direkt mal. Druckerpresse wird mir empfohlen. Schießpulver wären nicht schlecht. Ich gehe mal auf die Druckerpresse. Schießpulver können wir danach immer noch. So, halt. Wir warten auf Spieler E. Naturwunder Laventa hat inspiriert. Okay. Als religiöser Staat scheinen sie ihr Wissen über Rituale mit euch. Plus 4 Glauben pro Runde. Klasse. Stadtverbindung zwischen Pi Ramses und eurer Hauptstadt Theben wurde eingerichtet, das ist noch besser. Ihr habt Akustik entdeckt. Rekut Ma'at hat der deutschen Zivilisation keine Stellen, weil sie absolut, weil wir sie bei der Forschung absolut in den Schatten stellen. Ja, nichts kann er. Es gab eine Begegnung mit dem Stadtstaat Riga. Toll. Und jetzt nächste Runde. Auf jeden Fall toll, dass hier Geo auch mittlerweile da unten angezeichnet ist. Mit Helms Klamm. Lustige Sache. Wir können ja mal gucken, ob wir ihm dann ein Angebot schicken. Mal schauen, ob er es annimmt. Vielleicht gibt es irgendwas, was wir tauschen können. Ich meine, ich habe ja ein paar Ressourcen, glaube ich, gehabt. Die einen oder anderen. Gewürze und so. Auch in die nächste Folge. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ihr seht schon, Dü macht meine Folgen immer so kurz. Ich bin's nicht. Nein, nein, nein. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao. Ja.